Tütu. Moin Moin Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farming Simulator 2017 hier auf Dorfberg mal wieder. Und ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich will ja auch die Gemüseplantage in Betrieb nehmen. Das passiert heute. Ich hatte eigentlich einen Wagen in der Garage, diesen Van habe ich verkauft, weil ich brauche ein Fahrzeug, was geländetauglich ist. Das ist nicht wirklich geländetauglich. Und ja, mein neues Auto steht schon beim Händler, beladen mit Zeugs, was alles zur Gemüseplantage soll. So nett sind die schon mal. Dann haben sie mir noch einen neuen Ballenwagen, habe ich mir bestellt. Da stehen auch schon Saatgut und Dünger drauf, was ich ebenfalls bestellt habe. Muss ich alles demnächst mal abholen. Aber erstmal mal meine Gemüseplantage zum Laufen zu bringen. So, warum, fragt ihr, warum stehe ich jetzt hier? Ich warte auf den Bus, der hoffentlich jetzt demnächst eintreffen soll. Also, die haben eigentlich gesagt, 10 nach halb 9 sollte der Bus hier sein. Na, muss ich jetzt mal... Ah, guck mal. Der hält sich sogar dran. Schöne Icarus. Oh, da hinten hält er. Okay, dann will ich mal einsteigen und los geht die Reise, wa? Ich trink vor meiner Schicht einen Liter Filterkaffee. Doch ich muss mich jetzt beeilen, weil sonst komme ich zu spät. Der Fahrplan, der ist straff, den hat die Stadt gemacht. Aber ich bin ein Omsi-Fahrer, der das locker schafft. Ich mache meinen Schichtdienst mit viel Spaß, weil ich den ganzen Tag mit meinem Omsi fahr. That's right, man. Es knattert, wenn es brummt, fahr ich mit dem Omsi rum. Kommen Sie in meinen Omsi, und wenn Sie fragen, wo wir waren, Omsi fahren. In der Nachtschicht gibt's oft viele Rangeleien. Ich fahre dann rechts ran und ich ruf die Polizei. Oh, ich bin da. Hallo, Maschine. Schlüsselbus. Oh, wo fährt der denn lang? Na, der wird bestimmt in die Ortschaft. Kommt kein Auto, nö. So, ist er noch zu? Oh, nö. Neune. Naja, 9 Grad. Setz mich mal ein bisschen hier am Baum auf meine Jacke. Und dann warte ich mal, bis der Hand... Oh, das sieht ja pervers aus. So, bis der Shop aufmacht. Sieht aus wie so ein Penner, wie ich hier sitze, ne? Nur egal. Was juckt mich, was andere denken, ne? Dann warte ich mal. Oh, der Shop macht offen. Schön. Shop hat offen. Lü. Wie soll ich dir denn nachher anhängen, Leute? Sorry, die bekloppt. Den kriegt doch niemand angebamselt. Das ist ein Google-Kopf, der muss da ganz unten. So Leute, also da könnt ihr euch einen Kopf machen, wie ihr den wieder hinstellt. So Leute, wir haben jetzt Knusper im Kopf. Naja, gut. Guten Tag. Ich möchte mein Auto holen. Steht in der Werkstatt? Gut, alles klar. Guten Tag. Hallo. Bin ich. Ich nehme einfach mein Auto, ja? Oh. So ein schicker Pickup. Schön blau. So, die Felgenfarbe habe ich nicht bestellt. Dann muss ich selber Hand anlegen, denn. Werkzeugkoffer, Schutzgitter drauf, schön. So. Ich habe mir gedacht, ich hole mir so einen kleinen JCB 260 Echo. Reicht doch für so eine Plantage. Jetzt habe ich überlegt, ob ich vielleicht den kleinen Dings hole. Kleinen, was ist das, Weidemann? Aber nee. Habe ich hier noch eine schöne Schippe, wo ich die Kohlkörbe reinsammeln kann. Gegebenenfalls auch reinschieben kann. Hi. Ja. Gut, den Hänger hatte ich schon. Der ist nicht neu. Den habe ich hier mit
mit dem alten Fahrzeug noch hierher gebracht, habe gesagt, könnt ihr denn freundlicherweise schon den Kleinen rauffahren? Ja, machen wir. Und dann halt noch eine Palettengabel. Für Paletten später. Gut, Kollege steht auch mittlerweile schon dort oben mit dem Wasseranhänger. Ja, wie geht denn das hier auf, Kollege? Kollege? Geht das auf? Ach, geht auf. Okay. Vielen Dank. So. Huch, wo bin ich denn? Da. Legen wir mal ein. Oh, mit Luftdruckbremse. Muss man trotzdem kurz gucken. Ist gesperrt, gut. Ja, nicht, dass das Fahrzeug mir nachher runterrollt. Das wäre ja ein bisschen ärgerlich. Theoretisch müsste ich Rundumleuchten noch haben, habe ich aber nicht. Wo? Ne, den nehme ich noch, weil die schleichen ja hier. So. Machen wir mal ein bisschen Radio an, mal gucken, was da so läuft. Nicht schlecht, nicht schlecht. Muss drauf aufpassen, dass mir hinten die Palettengabel nicht runterfliegt. Aber eigentlich, so wild fahre ich ja denn auch nicht. Weil die rutscht da hinten drauf auf der Ladefläche oder auch nicht. Vorsichtig fahren, ne? Knall hier hinten fast den anderen drauf. Weiß ich nicht, scheiß drauf. Ja, also diesmal lasse ich gleich die Webcam aus, bevor die wieder anfängt zu laggen. Meine, auf dieser Map, muss ich ehrlich sagen, machen Autos Sinn. Also jetzt nicht KI-Verkehr, ich meine jetzt so ein Auto wie ich habe, mit Hänger. Brauchst da keinen, sag ich mal, wenn du so nebenbei Produktion machst wie Gemüse und so, nicht massig, sag ich mal, also dass du dich speziell drauf konzentrierst, so nebenbei mal, reicht das auch vollkommen, stellst du deine Paletten auf und dann fährst du sie verkaufen. Ich meine, natürlich wäre auch geil, wenn es einen LKW hast mit so einem Kühler, so einen Schmitzauflieger oder weiß ich was, wäre auch schon geil. Ja, mal gucken, wie sich das hier überhaupt entwickelt, ob ich meinen Scheiß überhaupt loswerde. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, das würde mich mal interessieren, wie ihr die Szene mit dem Bus fandet. Die Busfahrt. Wie, naja, nicht die falsche Szene. Wie ihr die Busfahrt fandet. Also ich fand's angenehm. Wie fandet ihr sie? Schreibt's auch mal gerne in die Kommentare. Ob ich mal vielleicht sowas öfters mal einfach machen soll. Das würde mich mal interessieren. Also das ist wirklich nur das einzige Manko an der Karte. Bin ich ganz ehrlich. Oh. Der Verkehr könnte einen Ticken schneller, einen ganz Ticken schneller. Wenn er 40 oder 50 fahren würde, würde schon reichen, aber 30? Mein... Gut, dass ich jetzt hier langkäme, ist, ne. Wisst ihr, was ich meine? So 30? So eine ganz normale, befahrbare Straße. So. Kein Engpass, gar nichts. Also, oha, Schranken sind offen, die wissen schon, dass ich komme. Ach ja, Kollege ist auch schon durchgefahren. Sitzt hier keine Mäuschen. Na gut, dann können wir noch Schranken aufmachen. Oh, das ist auch ein ganz schöner steiler Pass. Mal näher gucken, ob ich im Winter hier überhaupt hochkomme. Weiß auch nicht, ob hier Winterdienst fährt oder nicht. Hat ja bis jetzt noch keiner was gesagt. Oh, hier vorne ist es schon. Findet man so gar nicht. Setzlinge stehen schon dort. Die haben sie mir geliefert. Weil, wo sollte ich die jetzt noch hinstapeln? Müsste ich ja zweimal fahren. Habe ich gesagt, habe ich auch keine Lust drauf. Ah, dann lassen wir sie liefern. Ah, da. Kollege hat Träger schon hingestellt mit Wasser. Sehr schön, sehr schön. So. So. Dann müssen wir jetzt mal hinten die Klappe aufmachen. Und die Rampe anbauen. So. Ausgefahren. Achso, ich muss noch entsperren. So. Komm ich da rein? Jo. Der hat ne... Na gut. Vorsichtig.
Den bestelle ich erstmal hier hin, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja, siehst, ich müsste jetzt den Hänger abhängen, weil ich brauche die Palettengabel, um zu pflanzen. Hoch durch eine Rampe und, na gut, wo die Rampe hingeht, ist ja auch nicht so wirklich. Ne? Aber der Hänger ist geil, an sich, also, finde ich gar nicht schlecht. Ich ein Stück zurück, abhängen. Runter. Okay, das kann ich auch ausmachen. Oh, nehmen wir mal den guten. Yay. Also, wenn ich einlassen kann, stelle ich den schon mal zur Seite. Jetzt steht er mitten im Weg. Klappe hoch. So. Stell ich erstmal neben mein Träger. War nicht so dicht, ich möchte da ja auch noch gut rankommen. So. Dann fange ich mal an zu pflanzen, wa? Oh, ich pflanze gleich alle drei Felder, sonst lohnt sich das ja nicht. Außer muss ich halt einteilen. Kann ich zwar nicht den ganzen Bunker voll klatschen, aber pff. Oh. Ah, guck mal, es stehen schon schön die Setzlinge. Aber schön. Irgendwie ist das ein bisschen tricky. Oder stelle ich mir aber bloß blöd an? Das mag natürlich auch sein. So. Das Ding ist auch geil. Das, also ich habe ja, wie gesagt, vorher die 2er-Version, die 1.0.0.2er-Version gespielt gehabt. Und da musstest du die Kohlköpfe nur selber in die Gitterbox packen, wenn du die wegfahren wolltest oder sowas. Haben sie wahrscheinlich jetzt, oder haben sie alles rausgenommen? Warum, weiß ich nicht. Ich habe wirklich die Chatlogs nicht gelesen, hätte ich mal machen sollen. Finde ich aber auch nicht schlecht, dass du so ein Ding da kannst, die Kappe dann nachher reinhauen und dann pellettiert, ja. Haut er dir sie auf eine Palette. 500 Köpfe passen rein. 4 Paletten. Oder 4 Paletten können da stehen zumindest. Ich denke mal. Ich weiß ja nicht, wie viele auf eine Palette passen. Oder wie viel er da reinmacht in eine Palette. Das weiß ich ja natürlich nicht. Zack, und das dritte Feld gepflanzt. Fein, das sieht doch gut aus. Und zur Ernte nehme ich euch wieder mit. Zumindest ein Stückchen. Ich glaube, die ganze Ernte möchte auch keiner sehen. Oder ich mache das ein bisschen tricky. So, hier mit der Schippe einmal lang. So. Mal gucken, vielleicht brauche ich mir da unten noch ein scharfes Messer an und dann... nee, mal gucken. So. Denn jetzt noch Wässerchen zugeben. Achso, schon. Mal hier nochmal auf hier. Boah. Der hat hier geraucht. Der trinke ich. Der hat in dem Schlepper geraucht. Das gibt Abmahnung. Hätte wenigstens ein Fenster aufmachen können. So.
Muss ich ja noch ein bisschen einteilen. Stück vor. So. Huch, 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 huch. So. So, guck mal, wie viel jetzt überhaupt so allgemein in den Tanks drin sind. Reicht auch. Jo, das reicht erstmal. So, jetzt kann der Sprenkler eigentlich demnächst mal angehen. Noch nicht. Ach, da guck, der ist schon der erste Kohlkopf, den ihr ernten könnt. Sieht geil aus, ne? Also, ich glaube, da braucht man sich nicht drüber streiten. Es sieht fucking genial aus. Und damit, Freunde, beende ich die Folge, weil ich glaube, ich habe schon ein bisschen mehr gezogen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der Ernte. Oder... Nee, wir sehen uns nicht bei der Ernte. Zwischendurch machen wir noch was anderes. Da zeige ich euch. Das kommt jetzt gleich demnächst. Also bis dahin, macht's gau, wir sehen uns. Tüttelühüüü.